Privet, was geht? Cool, wieder am Start. Ja, ich lebe. Ja, auch in der Kackposition. Ich setze mich hier mal gemütlich hin. Das kann ja so nicht angehen. Ich habe gestern ein Video hochgeladen nach einer extrem scheiß langen Zeit. Ein wunderschönes Musikvideo, hoffe ich doch mal. Und ich wollte heute mal einen ganz kleinen Vlog raushauen, der einfach mal so ein wenig sagt, das habe ich gemacht in den letzten Monaten und was ist mit diesen Haaren los? Das alles gibt es in dem heutigen Video. Was ist eigentlich los hier? Was ist los? Vielleicht erstmal kurze Vorgeschichte. Ich habe vor 2 Tagen habe ich mich mal gegoogelt. So, was geht ab gerade im Internet? Und da bin ich auf ein ziemlich cooles, auf so ein Quiz gestoßen. Ne? Ich habe das mal gemacht, so wie gut kennst du Cookie Breed? Und da gab es so 10 Punkte, die man erreichen konnte. Das habe ich auch fast geschafft. Ich hatte 9. Aber es war richtig lustig. Ich habe mich richtig beömmelt. Auch ein geiles Wort. Und das hat auch so ein bisschen mir so, hat mich so zum Nachdenken gebracht. So, es gibt so manche, die vermissen einen wirklich. Die nächsten Wochen werde ich auf jeden Fall mal gucken, dass ich so in etwa ein Video die Woche raushaue auf meinem Kanal Cookie Breed. Zudem, und das ist eigentlich so auch das Grundding, warum ich dieses Video mache, wollte ich etwas ankündigen, was ich in den letzten Monaten hart neben meinem Musikstudium gemacht habe. Und zwar, ich habe ein Cookie Breed Album produziert. Ja, und das ist jetzt soweit so zu 90% in etwa fertig. Also ich habe einige Songs, die sind komplett fertig. Eintagsfliegenmann, der Song, der gestern gekommen ist, ist ein Song aus diesem neuen Album. Das tut schon so weh, wenn ich in der Kommentarbox garantiert lesen werde. Willst du noch? Ich dachte, du bist tot. Boah, deine Haare. Dann mal ein Kommentar. Ja, also ich finde, dieser Song ist mal was Konstruktives. Und dann wieder 100 Kommentare, wie so richtig profane Reaktionen auf irgendwelche Initialreize. Und genau das stört mich auch als Musiker, als Künstler, der auch als solcher wahrgenommen werden möchte. Aber auf der anderen Seite muss man das natürlich in Kauf nehmen. Ne? Man muss in Kauf nehmen, dass die Leute so sind, wie sie sind. Und im Endeffekt mache ich diese Musik ja nicht für mich, sondern auch für die Leute. Aber in diesem Fall habe ich mir gedacht, weißt du was? Fuck auf alles. Ich mache das jetzt so, dass ich mich dabei richtig gut fühle. Das ist mir wirklich, ich finde es einfach für mich wohler, wenn ich für meine Musik erstmal so mache, dass ich wirklich glücklich damit bin und sie dann raushaue und nicht hier alle 2 Minuten bei Facebook poste, hier, guck mal, so sieht mein Scheißklumpen aus, damit ich noch aktuell bleibe und irgendwie im Gespräch bleibe. Das ist mir dann auch irgendwie weit egal dann. So. Ich will ja nicht um jeden Preis im Gespräch bleiben und die ganzen Bands, die jetzt darauf ausweichen müssen, ihre ganzen Bandseiten voll zu posten mit Drecks-Memes. Ey, ich habe da gar keinen Bock drauf mehr. Also auch generell, ich habe so eine Anti-Haltung gegen vieles entwickelt, das ist unglaublich. Aber ich glaube, das hat auch immer so ein Gesamtkonzept, so ein Gesamtarrangement des Lebens, was das auch immer so ein bisschen widerspiegelt, in welcher Phase man sich gerade befindet. Ich mache ja jetzt auch Fashion-Blogs hier, das ist mein neuer Style. Ich nenne ihn Mütze schief auf mit ein paar hässlichen Haarsträhnen, die rausgucken. Fashion-Blogger, wie gesagt, mein Haul-Video ist das. Mal kurz eingeschoben, ja. Obwohl ich doch hier wie der größte Junkie aussehe mit so kleinen Fusselhaaren, so, die müssen so richtig ekelhaft rausgucken. Dass so jeder sagt, boah, Alter, kannst du nicht mal gerade deine Mütze richten? Das kann ich nicht mit ansehen. Geil, sieht das scheiße aus. Das ist ein Gitarrenkabel. Ich glaube, das ist sogar kaputt. Warum hängt das da, hm? Kaputtes Gitarrenkabel. Was denkt ihr euch dabei? Habt ihr einen Arsch offen? Wollt ihr das in den offenen Arsch schieben, hm? Das kann so nicht weitergehen, Leute. Da muss ich was dran ändern. Meine Fresse. Und genau deshalb kommt jetzt in einer Woche ein Video Cookie Breed auf dem Videokanal Cookie Breed. Mit Video, habe ich das schon gesagt? Warum stinkt das so? Damit ihr euch das nicht noch tiefer, ne? Ich kann das nicht befürworten. It's so weird. Also nochmal konkret, ich glaube, den roten Faden kriege ich in das Video sowieso nicht mehr rein. In den letzten Monaten habe ich hauptsächlich Musik gemacht. Ich habe ein Album zu 90% fertig. Ich mache mit meiner Band Trace at Buck parallel auch noch Musik. Ich studiere Musik. Also es geht richtig heftig in die Richtung Musik. Jetzt auch noch den Alltagsfliegenmann gedreht, das Musikvideo dazu. Ich habe auch überlegt, ob ich weiter Musikvideos auch vielleicht für andere Künstler mache, für Bands. Ich habe da mega Bock drauf. Wollt ihr mal eine Akustikversion hören von Alltagsfliegenmann? Ist voll geil. Ich will nur überleben. Hier habt
jetzt. Hier, ja? 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 So. Richtig kacke soll das aussehen. Für euch. Für euch kleine Fashion-Nazis mache ich das. Richtig kacke aussehen. Für euch kleinen Pisser, die immer was in ihre verfickte Kommentarbox schreiben. Deine Haare sind heute so und so. Denn aus dir ist heute anal. Also Leute, haut da rein. Cookie Breed abonnieren, wenn ihr mehr sehen wollt. Vor allem Hair-Tutorials wie das hier. Very beautiful. This is, oh my god, I love this hair. Anal. Dann würde ich sagen, abonniert Cookie Breed und ciao. Bis zum fucking nächsten Mal. Mein nächster Fashion-Tipp. Just I can't see anything-Tipp. Fashion, yo. Links geht's zum Alltagsfliegen, Mann. Einfach mal auschecken. Richtig geil, yo. Fashion-Blogger, yeah. Oh Mann, rechts geht's zu irgendeinem random Video und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.